Der Pettibruder ist immer noch auf Taranis und immer noch in der Magierfestung, hat hier zuletzt ein paar Geheimverstecke ausgeräumt mit Hilfe von Affen, Papageienflug und Schlossknacken. Jetzt sieht's hier ganz ordentlich aus eigentlich. Ach so. Ich bin mal so frei. Proviant, Krog und Schreibfeder. Tokel interessiert das nämlich nicht. Oh, da oben. Du kommst hier natürlich nicht hoch. Was? Hier war gerade Klettern angezeigt. Ihr habt es doch genau gesehen. Oh, jetzt kann man her. Warte hier. Sicher. Hier war doch gerade ein Klettern-Symbol. Aber du kannst doch nie da hochklettern, das kann ich doch vergessen. Oder war das hierfür gedacht? Klettern. Ich verstehe es nicht. Dann halt irgendwie so. Da hinten ist was, ich sehe es. Spruchrolle. Heilung, ah. Runenhaut wäre jetzt irgendwie cooler, weil ich weiß, dass sie gut ist. Für heftige Kämpfer. Sei es drum, ich möchte gerne was basteln. Ich sammle mal Bones wieder ein. Habe ich mit euch was zu klären? Nix mehr Blabla. Homie, lass mich in Ruhe. Mhm. Eines Tages wird Ali großer Wächter. Jip, jip. Ja. Nee. Okay, Bones, komm mit. Komm mit. Ja. Was kann ich mir denn basteln? Ich kann mir basteln. Einen Talisman, also so Ring und so Zeugs. Da hätte ich alles. Dann mal auf die Rezepte geschaut. Wo sind sie denn? Einen Ring der Magie. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Der gäbe... Kristallmagie plus 10, Hossa, Astralsicht plus 10. Wäre eine Option wert. Oder eine Überlegung. Dringend der Ahnen nicht, habe ich auch gar keinen Äffchenschädel. Bauplan für dicker Klunker könnte ich auch anfertigen. Gäbe Silberzunge. Aber das ist ja ein Ring. Ich kann nur einen einzigen Ring tragen. Also brauche ich auch nicht zwei Ringe zu basteln. Seelenring ist Quatsch. Ja. Saphir-Ohrring wäre nochmal was. Gäbe Silberzunge und Einschüchtern. Das wäre auch nicht schlecht. Herz des großen Jägers ist wahrscheinlich was für den Hals. Einschüchtern und Alchemie. Hm. Also ich tendiere zum Saphir-Ohrring und zum Ring der Magie. Das heißt, der Ringplatz wäre dann besetzt mit was Besserem, das stimmt. Also der Ring der Magie ist eine bessere Version von diesem Ring hier. Runenring, was habe ich hier alles hier für ein Zeug? Und Ohrring, der Ohrringplatz. Ja, also das sollte ich mir bauen. Es sei denn, der gute Ilvar hat noch bessere Rezepte auf Lager. Der hat nämlich welche. Und ich stelle fest, ich habe mit ihm ja noch gar nicht wieder geredet. Immer auf den Nebenmann achten. Ihr müsst euch gegenseitig denken. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg. Das Zusammenspiel muss stimmen. Achtet auf das Schlachtfeld. Mehr aus der Tiefe des Raums zaubern. Nee. Er hat nichts zu erzählen.
Ilva, bitte. Wo kann der sein? Hier hinten ist einer. Ist das Ilva? Ich will mit dir handeln. Gerne. Ja, der hat ein paar schöne Sachen, die ich mir aber nicht kaufen möchte, wenn ich sie herstellen kann. Du hast nur Rezepte. Schnaps, 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 Schnaps. Alles nur Schnäpse. Das ist total langweilig. Ich dachte, du hättest auch Baupläne und so Kram. Nee. Hat Lumpok vielleicht welche? Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Der hat Tränke. Mit einem Trank der Klingen, den könnte ich mir auch kaufen. Dann könnte ich da eine Schwertdorn-Essenz mir basteln zum ersten Mal. Die braucht nämlich Tränke der Klingen, wofür ich bisher kein Rezept habe. Aber Gold, schon wieder wenig. Nee, also ich habe hier keine besseren Baupläne. Also bleibt's dabei. Ich nehme mal an, dass ich hier an Ilvas Platz was basteln kann. Stimmt das? Das kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Was brauche ich denn für eine Werkbank, um... Brauche ich eine Schmiede, um einen Ring zu bauen? Das ist zum Trank herstellen. Nein. Hier, Goldschmiede. Was hätte ich da? Also, Bauplan für Ring der Magie. Ring der Magie möchte ich gerne herstellen. Ich brauche dafür 5 magische Kristalle, ein Golemherz und 4-mal Golderz. Das ist alles im Überfluss vorhanden. Mach das mal. Ach, du meine Güte. Nein, einmal herstellen reicht doch völlig aus. Gut. Und dann hätte ich gern diese Saphir-Ohrringe. Braucht einen Saphir. Ich habe nur 2. Na gut. So. Jetzt. Ausrüstung. Ohrring. Hä? Ring der Magie hat funktioniert. Der Ohrring hat nicht geklappt. Warum denn nicht? Einmal möchte ich ihn herstellen. Einmal Saphir erhalten. Ist doch Quatsch. Saphir-Ohrring heißt das. So. Jetzt habe ich sogar Kristallmagie 90. Ich kann sogar 90er-Truhen aufmachen. Ich habe Taschendiebstahl... Schlösserknacken 70, wobei Schlösserknacken jetzt egal ist, da ich Kristallmagie höher habe. Also Taschendiebstahl 70. Ich habe Silberzunge 70 und war noch irgendwas Wichtiges? Ja, ist alles wichtig eigentlich. Aber Silberzunge, Taschendiebstahl 70. Einschüchterung 65, ein bisschen weniger. Ja, gut. 90er Truhen, schön. Apropos 90er Truhen, dann sollte ich mal anfangen, wieder ein bisschen Beute zu machen. Genug Questen habe ich ja noch, sogar für Taranis. Denn auf Taranis gibt es ja noch dieses Schattenland, in das ich mich bisher nicht reingetraut hatte. Ich glaube, das könnte jetzt allmählich mal gehen. Und ich erinnere mich, dass ich hier irgendwo... Nein. Hier unten, da saß irgendwo dieser eine Scherge, der sich mir dann anschließt. Das wäre von Vorteil, den dabei zu haben. Und deswegen da mal hin. Und dann mal Schweinsgalotze... Oh, hallo. Wer bist du, kleiner Mann? Mach ich mir eine Mütze. Gut so. Kobold. Mein Löffel. Sind etwa wieder neue Viecher da, oder was? Oh je. Naja, trotzdem. Schweinsgalopp zu der Stelle, wo ich irgendwo diesen... Hier oben kammelt auch irgendwas. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze.
Das war's mit dem Vieh. Was war denn das für ein Tastenchaos gerade wieder? Die Pistole hat mich ausgelöst. Oh je. Hüpf. Hüpf. Drachensnapper. Schwanzstachel, Kralle, Zähne, Zunge. Jetzt komme ich ja nicht wieder weg, oder? Doch, geht. Also sind wieder jede Menge neue Viecher da. Trotzdem mal Schweinsgalopp zu der Stelle, wo ich diesen komischen Schergen der Erinnerung nach vermute. Da ist er, auf geht's. Menschen, Menschen, überall Menschen. Aber du nicht, du nicht. Warum nicht? Bei dir fehlt etwas, du bist wie wir. Warum bist du wie ich? Es gibt kein Ich mehr. Das Ich ist weg, wir sind es. Es ist nie mehr alleine. Es spricht. Es ist nicht vollständig, es tut uns leid. Wir müssen, warum können wir dich nicht? Müssen uns rächen, möchte töten, Menschen töten. Die Schatten, sie kriechen ihm durch die Knochen. Es kann sie fühlen, es will uns aufhalten. Wieso kannst du noch sprechen? Wir wissen es nicht. Eigentlich sollte... Es ist so geworden, konnte sich nicht wehren. Es ergreift Besitz, ihm fehlt etwas, es wurde ihm weggenommen und durch uns ersetzt. Ein Teil seiner selbst wurde zerstört. Aber noch wehren wir uns, wir wehren uns. Kann ich dir helfen? Wir haben noch etwas. Wir sind hier wegen irgendetwas sind wir hier. Wir haben es vergessen. Es erinnert sich vielleicht. Es könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wobei brauchst du Hilfe? Es lässt mich nicht denken. Es ruft, es schreit. Wir sind erst kurz so. Es war hier, um jemanden zu suchen. Vielleicht erinnert es sich, wenn es dorthin geht, wo alles angefangen hat. Es war im Schattenreich. Dort habe ich ihn getroffen. Nimm mich mit dir. Wir werden nicht alleine dorthin zurückgehen. Es gibt eine Kiste, die es versteckt hat. In dieser Kiste sind Erinnerungen. Wir brauchen sie. Nimm es. Shax schließt sich an. Shax Truhenschlüssel, vergessene Schätze. Wo ist die Kiste? Das Schwarze Land hat sie tief in ihren Krallen. Am hinteren Ende, am Rand der Berge, auf einer Anhöhe hinter demjenigen, der uns das angetan hat. Okay. Schädelblüte. Jetzt wird's spannend. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass das klappen kann. Oh, nein. Oh, Wasserechsen. Kralle mal 2. Ja, die Kristallmagie, die ich jetzt auf 90 habe, hilft natürlich auch mächtig beim Bumme machen. Und ich glaube, das werde ich auch brauchen. Denn ich erinnere mich, dass hier hinten direkt ein Wächter war, oder? Hallo, Dicke. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Respekt. Oh je. Oh je. Riesenkappe, Auge und Muschel und ganz dringend Speicher. Vor diesen Viechern da hinten habe ich immer noch einen Heidenrespekt. Komm her, du Schattenbiest.
Wow, oh je. Also es geht. Aber wenn die einmal zuhaut und mich dann kritisch treffen, dann habe ich keine Chance. Und ich hatte ja auch gerade zwei Kollegen, die ihn mir abgenommen haben. Grünes Herz, zwei Krallen, zwei Zähne, ein Schädel und hier Auge und Muschel und da. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gott zum Boxer, oh je. Oh Gott, Muschel. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Das ging schnell. Oh Gott, Muschel. Hier gibt es bestimmt noch Muscheln irgendwo, oder? Nein? Soll ich das glauben? Wie sieht das hier überhaupt aus? Ich habe ja diesen Strand mit diesem Schiffswrack. Ja, dann schaue ich mir den Strand mal zuerst an. Also hier gehe ich mal bis dahin, wo der Wächter stand. Dann kann ich mir das merken, dass ich da durch bin. Hey! Zwei Dunkeldörre, eine Schädelblüte und folglich zwei Krallen, zwei Ohren. Oh, hier. Das ist doch Schattenquarz. Wie viel Schattenquarz soll ich ihm eigentlich bringen? Erasmus. Taranis. Vergessene Schätze. Kristalle im Schatten. Ach, keine Ahnung, wie viel. Ich sammle einfach alle ein. Also hier kehrt Marsch ab, zurück zum Schiff. Zum Wrack vielmehr. Das ist nicht das Schattenschiff. Also das da hinten schon, aber hier. Das, was hier am Strand liegt. Das scheint älter zu sein. Was seid ihr für welche? Was ist das? Das ist feindlich, ich weiß es. Ach, das sind tote Gnome, jetzt erkenne ich das. Oh. $15? Perlenohrring, krakelige irgendwas. Ui oder Ui hieß der. Der hatte irgendwas dabei, irgendeinen Zettel. Das sollte ich lesen, bevor ich hier weiterlaufe. Oh je, wo ist das? Es war nur so kurz eingeblendet. Scheiße. Okay, ich such's mal gerade im Inventar. Da habe ich es. Krakelige Gnomen-Notiz heißt es. Die letzten Aufzeichnungen eines Gnomens, den ich im toten Hinterland von Taranis gefunden habe. Strafversetzt. Ui hat großen Ärger bekommen, war in Taverne und hat Dingis in großen Schnapskessel geschmissen. Schnapskessel ist dann kaputt gegangen und dicker Homi war sehr böse. Sagte ganze Arbeit an Kessel nun umsonst. Jetzt muss Ui Aufgabe für Magier erledigen und Wasser holen. Einzig Interessante an Aufgabe ist unheimliches Schiff an Horizont. Vielleicht neue Kumpos? Ach, das waren die Wassertypen von Maurizio. Ah. Ja. Grog. Blutwurzel. Das ist ja wohl mal schiefgegangen, oder? Ach, die waren hier und haben dann das Schiff kommen gesehen und haben gedacht, das sind da neue Kumpos. Ja, von wegen.
hier liegt einiges rum. Eine Zehnerkiste, naja, komm. Ein schwerer Helm. Oh. Krogbolzen-Rezept für Trank der Ehrfurcht. Der schwere Helm ist da auch nicht besser als das, was ich bisher hatte. Kopf. Drei Schwitz hat plus 3. Ne, der hat plus 5. Hm. Ah, nicht schön, aber selten. Hier unten liegen magische Dinge. Das sind Jadesteine. Genau, zwei Jadesteine. Wir haben also die Gnome Dingis gesammelt und wenn die das Schiff vom Schattenlord haben anlegen sehen, sollte man ja eigentlich glauben, dass ihre Wasserentnahmestelle jetzt auch gar nicht so weit entfernt ist. Sie sind von Maurizio ja ausgerüstet worden und ausgeschickt worden, um Wasser zu finden, zu entnehmen. An drei verschiedenen Stellen der Insel Taranis. Zwei Stellen kenne ich bereits. Die eine, die im Schattenland ist, die kenne ich noch nicht. Oh, was ist denn das? Ein Seelenfresser? Scheiße, geh weg! Auweia! Was ist denn das? Scheiße, speichern! Das ist offenbar die Maxi-Ausgabe von einem Höllenhund. Panik, dieser scheiß Balken habe ich wieder völlig aus dem Konzept gebracht. Oh, ich glaube, Bones Heilung kam im letzten Augenblick. Puh. Schax war auch eine Hilfe natürlich. Horngrünes Herz, Zähne und Knochen. Ist das ekelhaft. Skelette. Ich hab dich gesehen. Keine Sorge. Jetzt lass dir doch keine Kombination hier reindrücken. Danke. Ein Schädel? Oh je, yeah. Da geht's gleich munter weiter. Oh, Shax kann sich aber gerade ziemlich gut ausdrücken. Schädel? Schädel. Hier könnte ich zu diesem Schiff rüber. Will ich aber erstmal nicht. Es kommt als krönender Abschluss. Erstmal wird hier das Hinterland gesichert. Oh, ein Wächter. Vorsicht, mein Freund. Das hier ist totes Land. Offensichtlich machen die Schatten es sich hier gemütlich. Wir passen besser auf, dass sie uns nicht erwischen. Hm. Mann, macht der einen Schaden. Grünes Herz, zwei Krallen, drei Zähne, ein Schädel. Hier habe ich noch Zähne vom Höllenhund, eine Schattenwaffe von irgendeinem Schergen. Also hier ist irgendwie mehr los als auf Takarigua. Auf Takarigua gab es ja nur Höllenhunde, Ghule und so Zeugs. Der Tanz beginnt.
Hier gibt es auch Wächter und diese Seelenfresser. Ja, wer steht noch? Höllenhund, hallo. Verdammte Schatten. Scheiß Schatten. Schattenwaffe? Ich sehe nicht wirklich viel hier im Moment. Oh je. Zähne. Und da ist das nächste Vieh. Moment mal, ich wollte ja eigentlich am Strand lang. Ja, da bin ich auch gewesen. Jetzt gehe ich hier hoch. Ich glaube, hier oben war ja schon die Stelle mit dem Schatten dort. Das kann sein, dass mir dann Shax entweder in den Rücken fällt oder irgendwie sonst was mit ihm passiert. Dann sollte ich hier eigentlich ganz zuletzt hingehen, damit ich Shax noch möglichst lange als Begleiter habe hier im Schattenland. Das ist so meine These. Ja, hier ist gut. Da hätte ich Quarz. Jawohl. Schattenquarz wächst auch an Bäumen, interessant. Oh Mann. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Ja, das stimmt. Zähne? Wo gehe ich eigentlich hin? Ich gehe in die Nähe von diesem komischen, zugedröhnten Wächter. Na, sieh mal eine an, was ich denn da. Das hätte ich dir vorher sagen können. Der ja auch noch irgendwelche Pilze von mir wollte. Hier. Schattenquarz. Hey! Komm her, du Schattenbiest! Mann, beeilt er sich! Der ist nicht zu treffen. Doch jetzt. Alles ruhig. Ach du Scheiße. Schattenwaffe? Ein Wächter. Speichern. Verdammte Schatten! Oh je. Der Asgard hat wieder auf mich abgesehen und er ist schon da. Na? Jetzt siehst du mal, wie das ist, von oben angegriffen zu werden. Ach, das bringt ja nichts. Huh. Schattenwächter mit... Oh, Leute, kommt mal da weg. Das ist ja nicht zu glauben. Ihr seid so doof. Kühnes Herz, Kralle, zwei Zähne und ein Schädel. Da hinten liegt noch eine Schattenwaffe. Und ist dann hier mal Schluss. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Das tat weh. Einmal Zähne vom Höllenhund. Und das ist der Abgang zu diesem komischen Morrison oder wie der hieß, diesem Pilzsüchtigen. Oder? Ja, genau. Ja, die Episode ist lang genug. Hier ist sie mal zu Ende. Und weiter mit dem Schattenland von Taranis. Geht's dann? Na komm, du gehst noch. Du gehst noch. Du störst mich. Der Tanz beginnt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Geht's dann mit weiteren lustigen Schattenviechern im nächsten Teil. Bis dahin.